Hallo und herzlich willkommen hier bei Spielwelten. Ich bin Kim und heute soll es dann mit Robinson Crusoe weitergehen. Das vierte Szenario der Beagle-Erweiterung steht an. Nach der Seereise gehen die Charaktere also endlich wieder aufs Festland, auf gewohntes Terrain sozusagen. Ja, und da müssen sie dann mit eingeborenen Stämmen in Kontakt treten und versuchen, deren Geheimnisse zu ergründen. Ich werde euch jetzt also mal kurz erklären, was die Besonderheiten dieses Szenarios sind und worauf es da genau ankommt. Und dann kann schon mit dem eigentlichen Spiel losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, bevor das eigentliche Spiel losgehen kann, nochmal kurz zu den Besonderheiten dieses Szenarios. Das ist also das Zusatzmaterial, was ich brauche, wobei jetzt nicht alles wirklich Zusatz ist, aber egal. Natürlich benötige ich auch immer noch Darwins Kabine und die Wasserfässer und alles, aber das hier ist jetzt sozusagen das besondere Material zu Szenario 4. Hauptsächlich eben dieses Tableau mit der Gunstwertung der einzelnen Stämme und hier den Kulturpunkten. Ja, ich beginne das Spiel mit diesen Gegenständen, einem funktionstüchtigen Unterschlupf, der Pistole mit einer Ladung und ja, pro Charakter auch eine Portion haltbarer Nahrung. Ziel ist es eben, die Stämme durch Geschenke so zu beeinflussen, also dass sie die Gunst hier hinsteigt, dass sie ihr Stammesgeheimnis preisgeben. Das kann ich dann in der nächsten Runde mit so einer Aktion einsammeln oder ergründen. Und sobald ich das bei beiden Stämmen, die mitspielen, geschafft habe, habe ich das Spiel am Ende der entsprechenden Runde gewonnen. Es gibt für mich also nur Stamm 1 und 2. Die anderen beiden spielen dann bei mehr Charakteren mit. Ja, das Ganze geht über 10 Runden. In jeder Wetterphase gibt es auch den roten Würfel. Der hat hier dann allerdings zu sagen, welcher Stamm in der Gunst um 1 gesenkt werden muss. Also hier wäre es das Symbol für Palisade zerstören, hier für Nahrung abwerfen. Nichts und Tier wären für die unteren Stämme interessant, das spielt also keine Rolle. Wenn die gewürfelt werden, habe ich halt Glück gehabt, passiert nichts. Ja, sollte der rote Würfel übrigens ganz normal durch einen Karteneffekt oder so nochmal geworfen werden, dann hat er natürlich seinen regulären Effekt, also eben nichts mit der Stammeswertung. Ja, wird eine Buchcharakter gezogen, sinkt die Gunst aller Stämme um 1. Ja, und ansonsten muss ich jetzt mal Schritt für Schritt auf die Besonderheiten eingehen. Eine ganz grundlegende Sache wäre hier, dass ich keine Entdeckungsplättchen einfach so finden kann. Das kann ich nur durch den Handel mit Stämmen bekommen. Sollte ich also Entdeckungsplättchen bekommen durch irgendeinen Effekt, kriege ich stattdessen ein Entschlossenheitsplättchen pro Entdeckungsplättchen. Und das wandert in einen allgemeinen Vorrat, den alle Charaktere nutzen können. Ja, Handel mit Stämmen hatte ich ja schon angesprochen. Die Stämme bewegen sich also am Ende jeder Ereignisphase über die Insel. Mit dem Zahlenwürfel wird dann gewürfelt und entsprechend 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Richtung bestimmt. Sollten sie sich über den Inselrand bewegen, kommen sie genau am gegenüberliegenden Ende aus. Das kann auch auf einem Inselfeld sein. Ja, dann bin ich dazu gezwungen, mich jede Runde auf einen dieser Stämme zuzubewegen, der sein Geheimnis noch nicht preisgegeben hat. Oder sollte das schon von allen der Fall gewesen sein, dann eben auf das nächstgelegene Stammesgeheimnis. Ich werde mich also jetzt permanent in Bewegung befinden. Ja, und sollte ich dann in der Nachtphase mit einem Stamm zusammen auf einem Teil sein, muss ich mit ihm Handel treiben. Das heißt, ich nehme 3 Entdeckungsplättchen verdeckt, platziere sie auf beliebigen Gegenständen oder Schätzen. Ja, und drehe die dann um und muss mich für eins entscheiden, dass ich dann eintausche. Sollte ich mich dagegen entscheiden, überhaupt was einzutauschen, dann sinke ich halt in der Gunst dieses Stammes. Habe ich aber erfolgreich Handel getrieben, dann darf ich dem Stamm noch Geschenke machen. Jeder Stamm will was anderes. Der erste will Holz, der zweite will Nahrung und entsprechend, wie viel ich eben abgebe, kann ich nach oben wandern. So, sollte ich in dem Bereich ankommen, kriege ich einen Kulturpunkt. Hier kriege ich einen Kulturpunkt und der Stamm offenbart eben sein Geheimnis. Das wird dann auch auf ein angrenzendes Inselteil gelegt, entsprechend auch mit dem Würfel ja ermittelt. So, die Kulturpunkte sind halt wichtig als Bonus fürs nächste Szenario. Da kann ich mir Darwin-Plättchen verdienen und ich plane mal hier 2 mindestens zu bekommen. 3 wird schon schwierig, aber 2 sollte drin sein. Ja, und was gibt es ansonsten noch zu beachten? Ja, die Symbole hier, das sind halt besondere Geschenke. Hier kann ich eben 2 Felle kriegen, wenn ich ein Messer habe. Hier 2 Waffenstärke, wenn ich ein Messer habe. Hier kriege ich einmal Nahrung, ein Tier auf den Jagdstapel und das kann als beliebiges Tauschobjekt für jeden Stamm eingesetzt werden.
Ja, ansonsten habe ich soweit alles gesagt, denke ich. Ja, dann fangen wir an. Ja, da wären wir also wieder in der Totalen. Ich muss noch ein bisschen was nachtragen, habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Zum einen kann man Stämme beeinflussen hier. Das heißt, man legt einen Aktionsstein auf ein zum Stamm benachbartes Feld und auch einen Rohstoff dazu, den dieser Stamm eben haben möchte. Und dann wird dieser Stamm auf das Feld gelockt. Der Rohstoff verbraucht sich dabei übrigens nicht, den muss man eben nur haben. Und kann ihn dann wieder zu seinen Vorräten packen. Ja, ansonsten gibt es noch eine andere Sache, nämlich dass man am Ende der Produktionsphase drei Entschlossenheit abwerfen darf, um zwei Karten vom Erfindungsstapel zu ziehen, eine davon auszulegen und die andere eben zurückzumischen in den Stapel. Hängt übrigens von der Charakterzahl ab, wie viel Entschlossenheit man da ausgeben muss, mit mehr Charakteren entsprechend mehr. Ja, dann hoffe ich mal, dass es dann doch war mit den Sonderregeln. Gut, ich beginne jetzt so langsam die ganzen Sachen hier nach und nach durchzumischen und auch meine Kartenstapel und so weiter zusammenzustellen. Wer sich das jetzt nicht angucken möchte, klickt auf den Startbutton und kommt sofort zum Beginn der Partie. Ich fange derweil mal hier mit den Mannschaftskarten an. Wupp, wupp. Wird hier dann eine gewählt. Zack, ich nehme die. Es ist der Hund. Ja, solide Sache, aber leider nicht der beste Gefährte hier. Aber egal, ist es halt die klassische Combo Freitag und der Hund dabei. Ja, und ich mache dann hier mit den Ereigniskarten weiter. Werden ja 10 Runden gespielt, das heißt 5 von jeder Sorte. Und es wird auch direkt in der ersten Runde eine Ereigniskarte gezogen. Eine Regelung, mit der ich nicht so ganz glücklich bin. Denn es gibt ja diese Karten, die einen zwingen, das Lager zu versetzen. Und das geht ja nicht. Es kann also sein, dass man sofort die erste Karte zieht, ja, und verloren hat. So kann es gehen. Ja, aber da gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele und dann denke ich mal, dass ich jetzt hier davon verschont bleiben werde. Zumal ich ohnehin noch ein kleines Risiko dabei eingehe. Aber dazu komme ich später. 1, 2, 3, 4, 5. So, euch wird sicherlich auch aufgefallen sein, dass hier die Gegenstände anders ausliegen als gewohnt. Das liegt einfach daran, dass ich hier das Tableau hinlegen musste von den Eingeborenen. Ich musste das ja irgendwo unterbringen. Und dachte, hier wäre ein ganz guter Platz dafür. Ich hoffe, das geht auch so alles und bleibt noch einigermaßen übersichtlich. Ja, viel hat sich ja dann jetzt nicht geändert. Die sind nur etwas zusammengerückt. Ja, dann Inselteile hier. Ist ja auch sehr entscheidend. Also ich würde mich durchaus freuen, möglichst bald eine Steppe und ein Gebirge zu finden. Ja, aber eigentlich ist alles interessant und es hängt auch davon ab, welche Gegenstände da gleich ausliegen, was die eben so für Voraussetzungen haben. Ja, ansonsten kann ich ja mit dem, was hier schon ausliegt, also Messer, Seil und Topf, eine ganze Menge anfangen. Damit kann man schon so einiges bauen. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. So. Ja, natürlich fällt mir auch eine Karte runter. Das ist ja immer so, alte Traditionen soll man pflegen. So, zapp, dann mische ich mal hier die Handelswaren, nenne ich sie mal. Ja, na, sorry, rein mit dir und nochmal. Gut, ich mache dann mit den Abenteuerkarten weiter und spare mir die interessanten Gegenstände zum Schluss auf. Ja, kann ich noch was sagen? Ach ja, es beginnt alles sozusagen auf Start. Also ich kann nicht meine Moral irgendwie mitnehmen. Alle sind natürlich voll geheilt. Rohstoffe kann ich nicht rüber retten. Das Einzige, was ich aus Szenario 3 mitnehmen durfte, war das Fass hier. Mein gefundener Schatz. Den habe ich natürlich. Ansonsten ist alles wieder auf Start gestellt sozusagen. Und natürlich hier meine Errungenschaften, die sind natürlich auch noch vorhanden, ganz klar. Ja. Hopp. Gut, dann wollen wir mal zu den Gegenständen kommen. Da hoffe ich natürlich jetzt auf die Grube, hoffe ich ja meistens, aber die ist einfach sehr, sehr vorteilhaft. Natürlich kann es jetzt auch Partien geben, wo die viermal hintereinander nichts bringt. Hatte ich auch schon jetzt vor kurzem mal.
Aber alles in allem lohnt die doch schon sehr. Also selbst wenn jetzt hier nur ein oder zwei Mal was drin ist, dann ist das ja schon mal was. So, da ist die Grube. Haha. Aber leider nicht hier dabei. So, die Abkürzung ist total sinnlos, weil ich ja immer mein Lager versetzen muss und dann muss ich sie abreißen. Der Keller hingegen ist sehr gut. Der braucht nur eine Schaufel. Trommeln, okay. Wenn ich denn mal Fälle habe und auch Hügel gefunden, sind die okay. Bett ist okay, für, wenn ich hier eine Steppe habe. Und Gehege, ja, dafür brauche ich Holz. Kann ich vielleicht eintauschen. Ne? Mit der Falle zusammen ist das Gehege jetzt auch nicht so der Hit. Gut, dann war es das mit den Vorbereitungen und ich kann loslegen mit Runde 1. Darwin ist Startspieler, zieht sofort eine Karte. Mal gucken, was es ist. Fliegende Fäuste. Aufgrund von Erschöpfung liegen eure Nerven blank. Ja. Braunes Plättchen wird gelegt und jeder Charakter erleidet eine Wunde. Ist ja schon mal ein grandioser Start. So. Aussprache. Für eine Aktion nimmt ihr eine Entschlossenheit, wirft dann diese Karte ab. Ansonsten muss jeder Charakter 2 Entschlossenheit abwerfen. Naja. Jetzt nicht so das Schlimmste, aber das will ich doch vermeiden, nach Möglichkeit. Gut, hier kann sich noch nichts tun. Dann hier auch nicht. Und es gibt einmal Holz, einmal Nahrung. Ja. Entschlossenheit habe ich noch nicht, die ich ausgeben könnte an der Stelle. Sonst würde ich natürlich mir hier die Grube sichern. Ja, dann muss ich jetzt loslegen mit meinen Sachen. Gut, der Zimmermann schnappt sich Freitag und baut hier seine Falle, ganz klar. Das Seil ist vorhanden, also sollte man das definitiv tun. Der Missionar wird zusammen mit Darwin sicher die Schaufel bauen. Und dann werden die beiden hier nochmal das Lager aufräumen. Der Hund hat Pause. Ja, und dann war es das. Es wird abgehandelt. Ja, jetzt ist die Frage, wem ich die Karte zuschustere. Ich nehme jetzt einfach mal den Missionar. Lass die also anfangen. Und was kriegt er? Ihr braucht ein größeres Lager. Euer Lager ist zu klein, um eure gesamten Errungenschaften darin unterzubringen. Bald werdet ihr es vergrößern müssen. Mischt diese Karte in den eigenen Stapel, ja, und es droht dann erhöhter Holzbedarf hier für den Ausbau. Mache ich dann gleich mal. Gut, damit kann ich jetzt leben. Ich habe ohnehin nicht vor, da großartig was zu vergrößern. Ja, da habe ich in dem Szenario einfach andere Sorgen. Okay. Freitag und der Zimmermann bauen die Falle. Das ist auf jeden Fall wichtig, um an Nahrung zu kommen. So, hier, da wollte ich hin. 2 Entschlossenheit sind das auch gleich für den Zimmermann. Ja, und dann wird nur noch das Lager aufgeräumt. Das heißt, hier geht es 2 hoch. Und die kriegen auch nochmal jeweils 2 Entschlossenheit dazu. Das ist ja dann schon mal ein ganz ansehnlicher Vorrat. Und damit kann man dann gut arbeiten. Und dann habe ich jetzt auch schon mal genug, um gleich in der nächsten Runde auch mal ein... Ma, komm schon. Will nicht. Na, gleich in der nächsten Runde eben hier mir neue Karten zu besorgen. Gut, alle sind also wieder im Lager zurück. Die Arbeit ist getan. Ich habe eine Grube. Nein, ich habe nicht eine Grube, ich habe eine Falle. Und ich habe eine funktionstüchtige Schaufel. Das ist eigentlich so der Standardanfang. Ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, hier irgendwas zu erforschen, einfach um nicht zu früh mit Stämmen in Kontakt zu treten. Wenn ich dann jetzt einen da finde, dann muss ich ja natürlich auch zu dem hin und dem irgendwas anbieten. Entweder kann ich ihm nichts anbieten und es sinkt, oder ich muss irgendwas abgeben, was nützlich ist. Von den Gegenständen hier lohnt einfach nichts, es wegzugeben. Etliche braucht man einfach, um andere Dinge bauen zu können. Und die Falle ist natürlich wichtig, um genug Nahrung ranzukarren. Ja gut, dann war es das soweit. Wetterphase heißt, ich würfle, natürlich, zack, der oberste Stamm ist gleich ein bisschen schlechter auf mich zu sprechen. Ja gut, kann passieren, muss ich mit leben. Dann in der Nachtphase können alle essen. Und ich kann auch das Fass benutzen, dass alle einen Punkt Schaden heilen, um wieder fit zu sein. So. Und jetzt kann ich ja auch das Fass benutzen, um darin Nahrung unterzubringen. Soweit, so gut. Das war also die erste Runde. Wie gesagt, ein bisschen risikoreich. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt in der zweiten nicht als Fehler erweisen.
Aber so ein bisschen Risiko muss ja auch mal dabei sein. So, schauen wir mal. Darwin plagen Selbstzweifel. Der Naturforscher stellt seine eigene Theorie in Frage. Eine Buchkarte. Super. Das heißt, beide Stämme sinken nochmal um eins. In dieser Runde kann Darwin keine seiner besonderen Fähigkeiten nutzen. Oh, ja. Damit kann ich leben. Gebete. Eine Aktion. Nimm dir einen Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten sinkt die Moral um eins und jeder Charakter muss einen Entschlossenheit abwerfen. Na toll. Okay, irgendwas von den beiden sollte ich jetzt also abwehren. Was überlege ich mir noch? Jetzt kommt erstmal hier die Moralphase. Da wird der Zimmermann nochmal zwei bekommen. Und es gibt auch nochmal einmal Holz, einmal Nahrung. So, jetzt ist schon ein Nahrungsdefizit da, aber das nehme ich in Kauf. Der Missionar ist eh dick genug. Der kann ruhig mal hungern. Ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, ich wollte hier die Grube haben. Das heißt, der Missionar gibt 2 ab, der Zimmermann 1. Ich nehme die obersten beiden Karten. Na super, da ist auch noch der Korb da. Den Korb will ich auch auf jeden Fall haben. Aber die Grube ist mir erstmal wichtiger, denn ich habe ja auch noch gar keine Steppe, um den Korb bauen zu können. Und dann wird der erstmal wieder reingemischt. So. Ja, dann muss ich mal kurz überlegen, wie ich die ganze Sache jetzt angehe. Jetzt wird natürlich erforscht. Darwin schnappt sich den Hund und wird mal hier sicher eine Erforschen-Aktion machen, dass ich auf jeden Fall jetzt was zum Ausweichen habe. Ja, der Zimmermann wird Holz sparen und gemeinsam mit dem Missionar die Grube ausheben. Und dann zusammen mit Freitag den Keller bauen. Ganz einfach, weil der nur mit einer Schaufel zu bauen ist und den kann ich dann ja auch eintauschen. Oder eben, solange ich ihn nicht eingetauscht habe, benutzen, ist ja auch ganz nützlich. So, eins von den beiden muss noch abgewehrt werden, dafür ist der Missionar zuständig. Ich nehme mal das hier. Ja. Wobei... Hier muss jeder 2 Entschlossenheit abwehren. Ich nehme wer das ab. Ne, das ist dann doch etwas wilder. Für den Fall, dass eben als nächstes eine Karte kommt, die sagt, dass alles, was da ausliegt, eintritt. Ja, gut. Das war's dann soweit. Und kann abgehandelt werden. Der Missionar wird also hier ja, Gebete sprechen. Passt ja. Eine Entschlossenheit für ihn. Dann wird gebaut. Einmal sicher die Grube, verbilligt hier, kostet mich also kein Holz und auch der Keller ist jetzt mein. So, dann wird nicht gesammelt, wo auch, aber ach, es wird ja auch sicher erforscht, er hat ja hier den Hund dabei. Etwas zu voreilig. Einfach aufdecken und fröhlich sein, dass man den ersten Stamm gefunden hat und Hügel. So. Es gibt ein Entschlossenheitsplättchen statt des Entdeckungsplättchens dort. Der Stamm ist da und ich habe ab sofort Hügel. Das heißt, ich kann Ziegel bauen. Okay. Und natürlich die Trommeln, wenn ich noch ein Fell finde. Ja, das war's dann mit den ganzen Leuten. Ich habe also jetzt eine Entschlossenheit für die Allgemeinheit, einen Keller, den ich zum Tausch anbieten kann und eine Grube, die mir hoffentlich bald zusätzliche Nahrung bescheren wird. Ich lege die jetzt mal hier hin. Ich habe eh Platznot und als Erinnerung gerade hier, dass ich daran denke, das auch auszuführen. Ja, dann ist mal wieder Wetter angesagt und ich hoffe jetzt mal nicht den ersten Stamm zu würfeln. Natürlich, falsch gehofft, der ist direkt schon sauer auf mich. Ha. Aber noch kann ich ja was dagegen tun. So, jetzt wird erstmal jeder was essen müssen. Das kann nicht jeder essen. Das heißt, der Missionar kriegt 2 Schaden. Dann muss ich mein Lager versetzen, hier hin und Handel treiben mit dem Stamm. 3. So, das geht auf den Keller, das geht auf das Fass, das geht auf die Pistole. Gut, dann wollen wir mal sehen, was die uns hier anbieten. Okay, das ist jetzt... +2 Waffenstärke, falls ein Messer vorhanden ist. Okay. Oh, das ist ein beliebiges Tauschgut fürs Fass. Und einmal Holz für die Pistole. Hm.
Ja, das ist jetzt natürlich nicht die leichteste Wahl. Am ehesten bin ich geneigt, das Fass abzugeben. Das ist aber im Prinzip auch nur einmal Holz, was ich denen anbieten kann. Und da zwei Waffenstärke, das kommt so schnell nicht wieder, aber Waffenstärke kann ich ja auch zur Not dann mit anderen Dingen, die ich baue, wie dem Bogen oder so, hinkriegen. Ja gut, dann nehme ich tatsächlich das Fass. Das heißt, das habe ich ja benutzt, ist also jetzt weg. Und das geht auch auf den Ablagestapel. Ja, und dann kann ich denen jetzt was zum Tausch, zum Geschenk machen. So, zwei Holz und dann noch mal eins dazu. Machte drei. Eins, zwei, drei, dann ist er wieder auf Normalstand. Ja, und ich bin einigermaßen glücklich, muss keine Entschlossenheit abwerfen. Alles super. Ja, damit endet Runde 2 schon. Ich werfe das hier mal ab. Und in Runde 3 wird hier der Missionarstartspieler. Ja, das Lager vergrößern. Es lässt sich nun nicht mehr aufschieben. Das Lager muss ausgebaut werden. Legt erhöhten Holzbedarf auf das Feld mit den Baukosten für Unterschlupf, Dach und Palisade. Um diese zu verbessern, muss ab sofort ein Holz mehr bezahlt werden. Zieht dann noch eine Karte. Ja. Wäre natürlich in anderen Szenarios übelst, aber hier geht's eigentlich. Ne? So, Gebrüll in der Ferne. Lautes Gebrüll hallt durch die Wälder. Dort draußen ist es heute nicht sicher. Mal wieder eine Buchkarte. Und schon wieder werden die Stämme böse. Lege erhöhte Gefahr auf das Aktionsfeld Jagd. Okay. Und wilde Jagd für zwei Aktionen und zwei Waffenstärke. Na toll. Nimm dir eine Nahrung, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten, ja, legt das erhöhte Gefahrenplättchen auf das Aktionsfeld Jagd. Ich denke, zur Not kann ich auch damit leben, die Karte durchlaufen zu lassen. Erhöhte Gefahr ist ja nur eine Waffenstärke oder eine Kampfstärke mehr bei dem Tier. Geht also. So, jetzt haben wir das erste Mal die Situation, dass ein Stamm da ist. Das heißt, er wird sich jetzt auch bewegen. Eins, er bewegt sich also hierhin. Und ich kann ihm vorerst nicht folgen. Dazu muss ich erstmal das Ding da erforschen. Ist vielleicht aber auch nicht das Verkehrteste. So kann ich mich eine Runde länger vorbereiten. Gut, dann gibt es hier zwei Nahrung, ein Holz, plus das, was die Grube mir beschert. Nichts. Naja, toll. Fängt ja gut an mit der Grube. Naja, muss ich mit leben. Ja. Will ich dann noch mal drei ausgeben, ist die Frage. Beziehungsweise, ha, Entschuldigung, ich habe noch vergessen, dem Missionar überhaupt zwei Entschlossenheit zu geben. Ja, und dann, ja, ganz klar, ich gebe das auch aus, die drei vom Missionar. Um hier mal zwei zu ziehen, Sack und Speer. Der Sack ist natürlich auch eine Sache, die ich unbedingt haben möchte. Leider habe ich kein Fell dafür. Und der Speer könnte mir ja eventuell sogar nützlich sein, um an solches zu kommen. Deswegen werde ich den einfach mal vorziehen. Und der Sack muss dann eben später dazu stoßen. Ja, jetzt muss ich tatsächlich es darauf ansetzen, möglichst schnell hier eine Steppe und ein Gebirge zu finden. So, der wehrt das ab, damit das auch schon mal klar ist. Das wäre dann sonst zwei Wunden oder eben zwei Entschlossenheit abwerfen. Das ist schon ärgerlich. Ja, was kann der Zimmermann denn jetzt noch so alles bauen mit seinen Hügeln, die er hier hat? Nicht viel. Ham, ham. Er kann verbilligt schon mal den Speer bauen, dass ich mir das Holz da spare.
Und dann wird er auch nochmal unsicher versuchen, Ziegel herzustellen. Die sind ja Ausgangsstoff für noch andere Dinge. Und der Missionar versucht hier auch nochmal zu erforschen. So. Andererseits, Moment, wenn ich jetzt noch einen anderen Stamm finde, den Zweierstamm, dann kann ich dem eigentlich nichts anbieten, weil ich nur zwei Nahrung habe. Und im anderen habe ich dann wenigstens ein Holz an, dann mache ich das doch so. Für den Fall der Fälle, so werde ich dann zwar wahrscheinlich handeln müssen, aber wenigstens kann ich dann auch was eintauschen, beziehungsweise denen schenken. Gut, so soll es also sein. Der Missionar legt das hier ab, kriegt eine Entschlossenheit. Und dann geht es schon direkt zum Bauen. So, einmal verbilligt, den Speer gebaut. Und dann muss der hier würfeln, ob er es auch schafft, Ziegel zu töpfern. Jawohl, schafft er, muss aber eine Karte ziehen. Ist doch schon mal was Feines. Habe ich nochmal einen Gegenstand mehr zur Not, den ich hier eintauschen kann. Mal gucken, was die Karte mir sagt. Mühsame Arbeit. Die Arbeit ist sehr anstrengend und scheint ewig zu dauern. Lege erhöhten Arbeitsaufwand auf das Aktionsfeld bauen. Na toll. Nächste Mal also einen Aktionsstein mehr aufwenden. Okay. Ja, dann wird erforscht. Ich erforsche erstmal hier sicher mit Darwin. Das heißt, ich habe den zweiten Stamm gefunden. Yeah. Erstmal eine Entschlossenheit hierhin, eine Tierkarte auf den Jagdstapel. Und Stamm Nummer 2 ist da. Ich habe endlich auch ein Gebirge, das heißt, ich kann sowas wie Feuer machen. Ja, und jetzt wird gewürfelt, ob der Missionar das auch so schön hinkriegt. Ja, kann man doch nicht meckern, ist doch alles dabei. Also, eine Wunde. Einmal was aufdecken, jawohl. Jetzt habe ich auch die Steppe. Also alles, was ich so an Landschaften wirklich brauche, ist da. 1, 2, 3 kommen dazu. Neues Tier. Das heißt, ich würfel mal gerade drauf und gerade drunter. Gerade ist das also drauf. Mache ich, wie gesagt, wenn nur eine Karte liegt, um eben hier nicht zwei Karten mischen zu müssen. So, jetzt zieht er noch eine Karte. Auswirkung eines Feuers. Ein Flächenbrand hat die gesamte Gegend verwüstet. Lege einen grauen Marker auf eine Ressourcenquelle auf dem Inselteil, das du erforscht hast. Sie ist nun erschöpft, war erforschen nicht erfolgreich. Lege das, den Marker auf das Inselteil, das du erforschen wolltest und so weiter. Bla bla bla. Ärgerlich, ärgerlich. Weil dann ist jetzt hier überhaupt nichts mehr vorhanden. Aber egal, wenigstens habe ich da eine Steppe. So, jetzt kommt das ganze Zeug zurück ins Lager. Ne? Viel Entschlossenheit. Einmal Ziegel, die mir plus 1 Palisade verschaffen. Und der Speer, der meine Waffenstärke um 3 anhebt. Alles klar. Ja gut. Dann mal hier würfeln. Ja, es ist mal wieder Stamm 1. Knack, knack. Und ich kann mir jetzt aussuchen, zu welchem Stamm ich hingehe in der Nachtphase. Erstmal 2 essen, einer bleibt hungrig. 1, 2. Damit steigt die Moral. So, ich lege da auch einen Marker drauf, um zu zeigen, dass das schon einmal eingetreten ist. Und das geht also jetzt nicht nochmal. Gut, ja, ich denke, ich werde es doch ja mich mit Stamm 1 versuchen, auch wenn ich da natürlich dann nichts oder fast nichts bekomme. Aber immerhin kann ich dem ja noch was anbieten. So, hab ja ein Holz da. 3 Stück. Also ganz klar, erstmal wieder der Keller, dann die Pistole und auch der Speer. Und den drehe ich dann gleich mal um. Beim Speer wollen sie mir Gift geben. 2 Waffenstärke, wenn der Topf vorhanden ist. Ja, ist natürlich nicht verkehrt. Dann verliere ich im Prinzip nur einen Punkt Waffenstärke. Den Speer brauche ich ja selber nicht für was anderes. Oh, Nahrung für den Keller. Wobei, das nutzt mir jetzt leider nichts. Denn in diesem Keller könnte ich ja diese Nahrung aufbewahren. Ah, 2 Felle für die Pistole. Ich glaube, ich habe meinen Kandidaten gefunden.
Die Pistole ist also jetzt weg. Und ich tausche das auch gleich in zwei Fälle ein. So. Ja, und dann kann ich dem Stamm nochmal einmal Holz schenken. Geht das da hoch? Wunderbar. Ja, und dann war es das soweit auch schon wieder. Auswirkungen gibt es ja nach wie vor keine. Ich komme schleppend, aber stetig voran, würde ich mal sagen. Okay, ich werfe also das hier ab. Es geht in die nächste Runde. Darwin ist Startspieler und zieht eine Karte. Unordnung im Lager. Es wird eine Weile dauern, das wieder aufzuräumen. Ja, Buchkarte. Jetzt ist der Nahrungsstamm sauer auf mich. Lege erhöhten Arbeitsaufwand auf das Aktionsfeld Lager aufräumen. Und aufräumen für eine Aktion. Nimm dir eine Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten muss jeder Charakter eine Entschlossenheit abwerfen. Okay, naja. So, damit kann ich dann einigermaßen gut leben. Jetzt bewegen sich wieder die Stämme. Stamm 1 geht 1, 2, 3 dorthin. Und Stamm 2 sollte sich... Das ist eine 6, das heißt, er bewegt sich hierhin. Ja gut, damit muss ich halt eben leben. Dann gibt es 2 Entschlossenheit, 4 in der Moralphase. Und es gibt einmal Nahrung nur plus 2-mal Nahrung. Gut, dann haben sie in der Runde ja schon das, was sie essen wollen. Es ist natürlich schlecht, dass ich den Stamm wahrscheinlich... Ja, okay, ich könnte ihn anlocken, Stamm 2. Aber das hieße auch, ich müsste mit verdammt viel Nahrung aufwarten. So, aber langsam, langsam. Erst einmal werden ja 3 abgeworfen. Missionar und Darwin. Wir nehmen das. So, es werden 2 gezogen. Es sind Sack und Mauer. Ja, dann nehme ich natürlich den Sack und mische den Rest zurück. Okay, und dann wird der Zimmermann auch nochmal hier was ausgeben. Der darf ja auch mit seiner Fähigkeit 5 ziehen und sich was aussuchen. Naja, was mache ich denn da? Ich denke, ich werde, obwohl die Laterne verlockend ist, die kann ich aber nicht schnell genug bauen, weil ich hier kein Feuer habe. Ich nehme den Ofen. Hat natürlich gar keinen Sinn hier, aber ist ein gutes Tauschobjekt. Wenn ich den abgebe, verliere ich nichts. Und er braucht nur einen Ziegel, den ich ja schon habe. Gut, ja, dann bin ich ja jetzt optimal vorbereitet und kann loslegen. Dann wird Charles Darwin mal mit dem Hund auf die Jagd gehen. In der Hoffnung, da einigermaßen was Brauchbares hinzukriegen. So, dann muss einer die jetzt anlocken. Na, mit der Aktion macht das der Missionar, der wird also Stamm 2 zu sich locken. Dann kommt der Zimmermann dran. Ja, auf jeden Fall will der den Sack bauen oder herstellen. So, da müsste auch noch was abgewehrt werden. Ich sehe gerade, das ist ohnehin eine unsichere Aktion hier. Ja, der Missionar wehrt das da ab, obwohl, muss ja gar nicht. Das kann ja durchaus rauslaufen, dann wird halt nochmal das hingelegt. Ja gut, dann machen wir den Sack unsicher und den Ofen sicher, denn den will ich ja diese Runde noch abgeben. Gut, dann hätten wir es ja. Es passiert hier also nichts und ich guck mal, was für ein wildes Tier sich mir jetzt entgegenstellt. Oh, 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 das ist aber gar nicht gut. Der Alligator. Mann, Mann, Mann. Okay, 6 Waffenstärke. Heißt 2 Schaden für Darwin.
Dann sinkt die Waffenstärke um 2. 3 Nahrung gibt es zwar, aber kein Fell. Das ist ja ärgerlich. Okay, stopp, vergessen. Ein Schaden mehr ist ja eines erhöht. Er hat ja 7 Kampfstärke. So. Oh, gut, dass ich noch daran gedacht habe. Ja, dann war das eine nicht ganz so erfolgreiche Jagd, aber immerhin habe ich ja Nahrung, die ich dem Stamm anbieten kann. So, dann wird gebaut. Erstmal hier sicher der Ofen. Ganz klar, Ziegel ist vorhanden, also kann ich den Ofen bauen. Hier ist es jetzt unsicher, trotz zweier Aktionssteine. Ja, natürlich geht es auch in die Hose, aber er kann ja die Entschlossenheit nutzen, um neu zu würfeln. Ja, und das ist jetzt wunderbar. Er hat also einen Schaden, hat den Sack hergestellt. Das ist auch ganz wichtig, um eben Ressourcen ansammeln zu können, richtig. So, aber muss auch eine Karte ziehen. Bin ich ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Ah. Raubtier im Lager. Ein Raubtier dringt in das Lager ein und greift dich an. Das Tier hat eine Kampfstärke von 4 und muss normal bekämpft werden. Ungeachtet des Ausgangs wird diese Karte in den Ereignisstapel gemischt. Na super. Das heißt 2 Punkte Schaden für den Zimmermann. 4, 2, alles klar. So, und dann habe ich vielleicht was davon, wenn die Karte dann nochmal kommt. So, das geht weg. War es das schon? Nein, das war es noch nicht. Natürlich nicht, denn hier, der lockt noch einmal den Stamm an und dann war es das. Gut. Ja, dann habe ich jetzt also einen Sammelsack und einen warmen Ofen und eine ganze Menge Nahrung. Alles klar. Ja, dann mal gucken, was hier so passiert. Bitte nicht. Ja, wunderbar. Nichts. Das ist immer schön, wenn in der Wetterphase nichts passiert. Gut, die Nachtphase bricht an. 3 Leute müssen essen und können das auch. Und der Stamm, nein, das Lager bewegt sich zum Stamm, nicht andersrum. So, hier tut sich nichts. Das heißt, ich kann dem jetzt Sachen anbieten. So, Keller, Ofen. Ja Gott, was noch? Den Speer natürlich. Obwohl, der Speer will ich eigentlich nicht abgeben, kriege ich sonst Schaden. Aber gerade beim Speer wollen sie mir Nahrung andrehen, beim Ofen nur große Blätter und beim Keller dornige Büsche. Ja, das heißt, ich muss den Speer abgeben. Also es, von den Tauschgütern bringt das hier ja gar nichts. Das heißt, mein geliebter Speer ist jetzt fort. Und ein 2 Autsch. Das heißt, jeder kriegt nochmal einen Schaden. Ich hoffe, das ist es wert. Nochmal 2 Nahrung zusätzlich zu bekommen. Ja, aber die kann ich jetzt alle dem tollen Stamm schenken. Das heißt, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Immer noch nicht in einem positiven Bereich. Eins hätte noch mehr gemusst, aber naja, auf dem richtigen Wege, sage ich mal. Ja, dann war es das auch schon mit Runde 4. Es wird was abgeworfen. Zimmermann ist Startspieler in Runde 5. Und eine Karte wird gezogen. Aha. Frost, eure schlimmste Befürchtung ist gerade wahr geworden. Grau. Lege das Schneeplättchen aufs Wetterfeld. Ja, herrlich. Heiz das Lager für eine Aktion und ein Holz oder ein Fell. Nimm dir 2 Entschlossenheit und wirf diese Karte ab. Ansonsten lege das Schneeplättchen aufs Wetterfeld. Das heißt, ich kann meinen Ofen jetzt erstmal nicht abgeben. So, und das hier rutscht raus. Und sagt mir eigentlich nur, dass hier wieder ein Plusplättchen hinkommt. Holla! Mit Schnee habe ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet hier. Okay. Stamm 1 bewegt sich in Richtung 4. 1, 2, 3, 4. Und Stamm 2 geht
1, 2. Das heißt, ja, wenn ich jetzt diese Runde nichts erforsche, habe ich eine Verschnaufpause vor denen. Was vielleicht nicht verkehrt ist. Ja, dann gibt es jetzt für den Zimmermann 2 Entschlossenheit. Und einmal Holz, einmal Nahrung plus zweimal Nahrung. Und ich kriege auch sowieso zweimal Nahrung generell. Das Feld hat ja beide Sachen. Entschuldigung. Ja, jetzt kann ich mich wieder entscheiden, ob ich was da haben möchte oder nicht. Und der Zimmermann, 1, 2, 3, sucht nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann nehme ich natürlich den Korb, auf den habe ich ja auch gehofft. Der Rest ist sicherlich alles gut, aber ich muss ihn schweren Herzens mit einer Träne im Augenwinkel wegschmeißen. Na, kommt vielleicht ja nochmal wieder, oder nicht? Ja, und jetzt heißt es mal wieder bauen, bauen, bauen. Bis auf Freitag, für den heißt es sammeln, sammeln, sammeln. Der geht zum Strand und sammelt mir Holz mit dem Sack. Ja, dann ist der Zimmermann vielleicht auch noch mal dran mit was bauen. Schnappt sich den hier. Auf jeden Fall baut er den Korb. Ja, Feuer könnte ich ja ganz gut gebrauchen. Oder Trommeln. Trommeln wären vielleicht auch nicht schlecht. Geben mir doch noch mal Entschlossenheit dazu. Viel besser als das Tagebuch des Missionars. Ja, komm, geht ja mal das Risiko ein, hier die Trommeln unsicher zu bauen. Fell habe ich ja. Und der Missionar und Darwin werden dann mal zusammen. Obwohl, da muss auch was abgewehrt werden wieder, sehe ich gerade. Komm, das wehre ich mal ab. Und Darwin kann dann, riskiert er das? Oder hilft er dem dann nicht lieber doch bei den Trommeln? Komm, der. Oder erforscht er da was? Ne, Darwin, komm. Darwin erforscht mal hier mit dem Hund sicher was. Kriegt er vielleicht ja noch ein bisschen was an Entschlossenheit für die Allgemeinheit zusammen. Gut, das soll es also so gewesen sein. Der Missionar wehrt die Karte ab, nimmt sich ein Entschlossenheit. Zapp. Und gejagt wird nicht, gebaut wird, sicher der Korb. Dann unsicher die Trommeln. Jawohl, nicht. Zack. Und hat es nicht geschafft. Aber er muss eine Karte ziehen. Das heißt, das Fell geht zurück. Schade, schade. Mal gucken, was mir jetzt hier so blüht. Gestochen. Du bist von einer Biene gestochen worden. Lege das braune Verletzungsblättchen auf den Bauch deines Charakters. Misch diese Karte in den Ereignisstapel. Ansonsten frösteln. Muss ich das Heilmittel haben. Ja, hier war jetzt der Bauch. Und dann wird das hier reingemischt. So, dann war es das soweit. So, womit machen wir weiter? Mit Freitag machen wir weiter. Der schon mal eine Wunde kassiert und es nicht schafft. Naja, hat er nur halt ein Holz rangekarrt und kriegt zwei Entschlossenheit. Nein, 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 nichts klappt hier. Ist ja. Ja, und eine Wunde natürlich durch die Frage. Das Fragezeichen, Plättchen. So. Nicht Karte. So, dann fehlt nur noch einmal erforschen. Mit dem Hund hat Darwin das hier gemacht. Nochmal ein Gebirge und eine Entschlossenheit.
Da haben wir sie. Ja, und dann kann alles ins Lager gekarrt werden. Ja, die Runde war jetzt nicht ganz so lukrativ bisher. Ja, Wetterphase. Der Ofen wird das ja einfach negieren. Da habe ich ja schon mal Glück gehabt, den gebaut zu haben. Und jetzt wird gewürfelt, da passiert auch nichts, alles klar. Naja, und dann können die allesamt essen. Ja, will ich die Nahrung jetzt noch aufsparen oder nicht? Ja komm, die bleibt mal im Keller für schlechte Zeiten. Ich nutze die jetzt also nicht im Topf, um irgendwen zu heilen. Ja, dann muss ich mich jetzt bewegen. So, ja. Damit bewege ich mich dann hierhin. Ist ja auch näher an Stamm 1 ran. Alles klar. Und ja, da passiert nichts. Insofern geht es jetzt einfach in Runde 6. Mit dem Missionar als Startspieler. Und der zieht ja auch gleich eine Karte. Wie man in den Wald hineinruft. Am Morgen findet ihr die Leiche des Raubtiers, das euch zuvor angegriffen hatte. Nehmt euch zwei Nahrung und ein Fell, zieht dann noch eine Karte. Ja, das ist doch gut. Haben sich die zwei Schaden ja bezahlt gemacht. Eine weitere Karte muss gezogen werden. Oh. Verstörendes Geheul. Ihr wollt das Lager kaum mehr verlassen. Graues Plättchen. Wenn möglich, platziert je einmal erneut Würfeln auf bis zu drei ans Lager angrenzenden Inselteilen eurer Wahl. Bei der nächsten Aktion dort, bei der ihr einen Erfolg würfelt, müsst ihr den Würfel erneut werfen, dann wird das Plättchen abgelegt. Okay. Es gibt aber nur zwei an das Lager angrenzende Inselteile. Mut aufbringen. Zwei Aktionen. Entfernt alle vorher platzierten erneut Würfelplättchen von den jeweiligen Inselteilen, wirft dann diese Karte ab. Ansonsten muss jeder Charakter eine Entschlossenheit abwerfen. Okay. Ja, erneut würfeln hier ist natürlich ärgerlich, aber kann man ja zur Not in Kauf nehmen. Oder umgehen, indem man einfach Sachen da sicher macht. So, Stamm 1 geht in Richtung 4, also 1, 2, 3, 4 kommt hier an. Ne? Es würde also hierhin gehen, kommt dann entgegengesetzt da aus. Stamm 2, 1, 2, 3, 4. Alles klar. Puh, zwei Entschlossenheit für den Missionar. Das mit den Trommeln hat ja leider nicht geklappt. Dann gibt es zwei Nahrung und das, was die Grube mir noch so bringt. Nichts. Ja, jetzt kann ich nochmal drei abgeben, um eine Feuerstelle mir zu machen. Aber das will ich erstmal nicht, das lasse ich. Denn ich habe ja erstmal auch genug. Wie viel muss ich denn jetzt noch? Drei muss ich dem jetzt noch geben, eventuell vier, wenn er jetzt in der Wetterphase gewürfelt wird. Ja, das heißt, Freitag geht schon mal mit den beiden Dingen hier Nahrung sammeln. Und der Missionar schnappt sich den Hund und erforscht hier, dass ich auf Stamm 2 zugehen kann. Ja, und das heißt, mit den Aktionssteinen, die ich noch habe, kann ich noch zwei Dinge bauen. Wovon eins sicherlich was sein sollte, was ich auf jeden Fall dann auch vertauschen kann. Ja, komm, dann wird der Zimmermann jetzt diesmal sicher die Trommeln herstellen. Ganz einfach, damit ich das jetzt
definitiv habe. Und die beiden anderen Kollegen hier bauen sich ein Bett. Wunderbar. Dann soll es das sein. Ich wehre hier also nichts ab. Nochmal, ja, Winterwolken kann ich mit dem Ofen abwehren. Und den Rest muss ich mal schauen. So, es wird also gebaut. Sicher kommt es zu Trommeln, die man zur Not ja auch abgeben kann. Und ein Bett, was man auf jeden Fall abgeben kann. So, dann wird Freitag wieder sammeln gehen. Das heißt auch auf jeden Fall wieder eine Wunde kassieren. So, der muss das Plättchen entfernen, weil er einen Erfolg hatte. Hat aber immer noch einen Erfolg. Kriegt 2 Schaden. Oh oh. Der ist also kurz vor Tod. Kriegt dafür aber auch 3 Nahrung. So, gehen die Sachen wieder zurück. Ja, auch. Und dann wird hier zusammen mit dem Hund erforscht. Ja, herrlich. Das heißt, 3 Entschlossenheit. Ein Fluss ist jetzt auch vorhanden und ich kriege ein weiteres Tier. Da ist 1, das heißt, ich würfel mal wieder. Ungerade heißt, das geht drunter. Weil ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr jagen werde mit erhöhter Gefahr und 0 Waffenstärke. Ja, dann war es das soweit, wie ich das sehe. Und die Sachen können ins Lager gebracht werden. So, ein Bett ist vorhanden und Trommeln lege ich auch mal hier hin. Gut, das ist eine Menge Nahrung jetzt. Okay, die Wetterphase bricht an. Der 4. Stamm, der nicht mitspielt, wäre das alles klar. Und das heißt, jetzt können erstmal alle essen. Und dann kann Freitag auch noch mit dem Topf geheilt werden. Stop. Und ich bewege mich auf den Stamm 2 zu, um mit dem Handel zu treiben. Ja, definitiv das Bett biete ich an. Ich biete die Ziegel an und schweren Herzens den Keller. Ja, komm. Keller will ich zwar nicht wirklich abgeben, aber lass mal. So. Im Bett da, ja, Gewürze, um die Moral zu heben. Bei Ziegeln ein Baum und im Keller kommen natürlich die Ziegel. Gut, Ziege gebe ich nicht ab, will ich nicht haben. Natürlich ist jetzt hier das Bett nicht so toll. Obwohl, da könnten die sich ja auch ausruhen, allerdings nicht Freitag, der es am ehesten nötig hätte. Insofern, ja, komm, schweren Herzens tausche ich dann hier das ein, einfach weil ich ja mit den Ziegeln zur Not noch was anderes bauen könnte. So, ich kriege also Gewürze. Gut, dann kann ich denen jetzt 3 Nahrung schenken. 1, 2, 3 und sie offenbaren ihr Stammesgeheimnis. Yeah. So, jetzt ist nicht hundertprozentig klar, wie das sozusagen gehandhabt wird. Die sagen, auf ein benachbartes Inselteil und man muss würfeln. Es wird aber nichts dazu gesagt, wie man verfahren soll, wenn man was würfelt, was kein benachbartes Inselteil wäre. Also ich würde jetzt so lange würfeln, bis eins von den beiden irgendwie rauskommt, beziehungsweise wenn hier die Gegenseite rauskommt, nehme ich das dann auch so. Dann einfach, um mir Würfelei zu ersparen. Es geht also um die Frage, ist es hier oder hier. 3, 1, 2, 3, das heißt auf die gegenüberliegende Seite hier. Da kommt also das Ding hin. Ja, wunderbar. So weit, so gut. Und ich kriege auch einen Kulturpunkt als kleinen Bonus. Schon mal den ersten. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich hier ankommen mit den Kulturpunkten. Jetzt habe ich aber nicht mehr so wahnsinnig viel Rundenzeit, um das auch zu schaffen. Ja, mal schauen. Gut, die Nahrung, die ich hier noch habe, die ist ja im Keller gut untergebracht. Insofern geht es jetzt in Runde 7.
Darwin ist Startspieler. Das lege ich jetzt mal so dahin. So, und zieht eine Karte. Ah, schicksalhafte Fügung. Manchmal kommt es, wie es kommt. Ja, das wird gelegt. Und wenn möglich, ziehe so lange Karten vom Ereignisstapel, bis du eine Abenteuerkarte ziehst. Führe diese aus, zieh danach aber keine weitere Karte. Mische alle anderen gezogenen Karten unbesehen zurück in den Ereignisstapel. Und Hilferuf, zwei Aktionen. Nimm der Entschlossenheit, wirf dir die Karte ab. Ansonsten droht hier das neue Buchereignis. Okay. 1, 2, da hätten wir eine. Und das ist Frösteln. Zuerst hat es gar nicht so schlimm ausgesehen. Ohne Heilmittel kann der Charakter mit dem Verletzungsplättchen auf dem Bauch in dieser Runde nur einen seiner Aktionssteine nutzen. Ne? Lege die Marke ab. Ziehe dann noch eine Karte. Das mache ich ja nicht. So, also zack. 1 zur Seite. Ja, hier wird jetzt nochmal das Schneeplättchen gelegt. Okay, okay. Ja, hui hui. Gut, ist jetzt natürlich nicht ganz so günstig, aber was will ich machen? So, die Stämme bewegen sich. Stamm 1 geht in diese Richtung, ist also direkt bei mir. Und Stamm 2 geht 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist das, ne? Hierhin. Alles klar. So. Ja, wunderbar. Dann bin ich ja direkt bei Stamm 1 und kann den auch gleich mal dazu bringen, sein Stammesgeheimnis zu offenbaren. Frage ist mal, wie ich das anstellen soll. 2 Entschlossenheit gibt es erstmal für Darwin, beziehungsweise 2, 4. Die Trommeln sind ja jetzt vorhanden hier. Das heißt, ich kann jetzt gleich mal doch wieder so einen Gegenstand mir dazu holen. Feuerstelle klingt gut. Ja, jetzt gibt es erstmal Erträge. 2 Nahrung plus nix. Ja, die Grube ist jetzt nicht so ertragreich wie gehofft. Schade. Okay, das heißt, die Nahrung, die ich jetzt selber brauche, habe ich schon zusammen. So, Freitag wird erstmal 2 ausgeben und dann Darwin nochmal einen. Um dann hier 2 zu ziehen. Da ist nur noch einer da. Das heißt, hier wird wieder gemischt. Und die Laterne ist da, ja. Das ist ja jetzt schon wieder die Qual der Wahl. Was nehme ich denn dann? Dann nehme ich dennoch die Feuerstelle, weil die eben Lebenspunkte mir bringen kann. Und der Rest wird dann hier wieder hingelegt. Okay. Ja. Ja, dann kann wohl Freitag jetzt... Freitag sammeln schicken ist natürlich ein Risiko. Dann kann er dabei sterben. Das lasse ich dann doch lieber. Na, schicke dann stattdessen mal... Ich schicke einfach Freitag zusammen mit Darwin Holz sammeln. Umgehen die auch das Neuwürfeln, holen die beide also 3 Holz ran. Das ist ja auch schon mal was. 1. So, dann wollen die beiden hier sicherlich irgendwas Nützliches bauen. Die müssen eigentlich das Feuer bauen in der Runde. Einfach zu wenig Aktionssteine kommen. 1, 2, 3 für einen braunen. Dann gibt es einmal Feuer. Ja, muss der Zimmermann machen, ganz klar. Aber jetzt wollte ich ja... So, der Missionar wird auch mal 3 ausgeben, um diese lästige Karte hier abzuwerfen, die mir dann unten das Buchereignis nochmal bescheren würde. So habe ich dann ja auch mal ein bisschen Ruhe. Ja, jetzt muss ich noch was finden, was ich denen da anbieten kann zum Tausch.
Ja. Dann heißt das wohl oder übel. Ich nehme mal die Karte. Ist zwar ein grüner Aktionsstein, aber so wichtig ist sie nicht. Und finden Sie bestimmt ganz witzig da, so eine Karte. Gut, dann ist der Hund mal wieder arbeitslos diese Runde. Leider, leider. Und es wird abgehandelt. Gejagt wird nicht mehr. Die bauen jetzt also eine Karte. Und einmal Feuer. So. Ja. Und dann wird hier gesammelt. Sicher. Dreimal Holz. Und das war's schon, ne? So kann's gehen. So, es kommen also drei Holz, ein Feuer, was die Palisade noch mal eins erhöht und eine Karte hier hin. Ja, und dann wird noch mal in der Wetterphase gewürfelt. Erstmal geht die Wolke hier wieder weg. Ups, weil ja zum Glück immer noch ein Ofen vorhanden ist. Falscher Würfel. Den wollte ich. So, und der Stamm, nix. Haha. Ja, wunderbar. Das heißt, Nachtphase bricht an. Drei Nahrungen werden gegessen. Ich muss mein Lager nicht verlegen, weil ich bin ja schon mit einem Stamm auf einem. So, dann biete ich die Karte natürlich definitiv an. Die Ziegel jetzt auch schweren Herzens. Und den Ofen, der jetzt seine Schuldigkeit hoffentlich getan hat. So, für den Ofen. Ach, würde es das Heilmittel geben? Für die Ziegel. Die Ziegel, eine Ziege, so. Und für die Karte eine Kerze. Ja, da würde ich doch glatt mal das nehmen. Auch wenn die anderen Dinge natürlich sehr verlockend sind. Aber hier tausche ich ja quasi ein Tauschobjekt gegen das nächste ein. Und spare mir dann noch eine Aktion bauen. So, ich habe also erfolgreich mit denen getauscht und kann denen 5 Holz andrehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das heißt, es gibt 2 Kulturpunkte. Für jeden Stamm ein. Puh, ja, dann hoffe ich mal, dass der mir jetzt nicht zu weit wegläuft, bevor ich sein Stammesgeheimnis ergründen kann. Denn eine Runde brauche ich ja noch. Na, und das andere habe ich ja auch noch nicht geborgen. Gut, dann geht's also in Runde 8. Ich habe hier wieder einiges abzuwerfen. Der Zimmermann ist Startspieler und zieht eine Karte. Blutige Spuren. Ihr findet die Überreste eines toten Tiers in der Nähe eures Lagers. Okay. Aha, braun. Wenn möglich, entferne die oberste Karte vom Jagdstapel unbesehen aus dem Spiel und nehmt euch dafür einmal Fell und einmal Nahrung. Okay. Kadaver plündern. Immerhin. Und nächtlicher Wachdienst für eine Aktion und das Feuer. Nimm dir eine Entschlossenheit, wirft dann diese Karte ab. Ansonsten erleidet jeder Charakter eine Wunde. Oh. Ja, dann kann ich das hier nochmal eben umdrehen. Das Heilmittel habe ich also auch. Dann bewegen sich die Stämme. Stamm 1, 3, 1, 2, 3, oh. Geht direkt hier hin. Und Stamm 2, 1, geht dorthin. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Wenn ich mich jetzt hier hin zu Stamm, also auf Stamm 1 zubewege, muss ich auch mit Stamm 2 nochmal handeln. Aber irgendwas werde ich denen schon anbieten können. Gut, dann gibt es jetzt 4 Entschlossenheit für den Zimmermann. Und, noch was Schönes. Nein, erstmal nur 2 Nahrung plus das, was die Grube mir beschert. 2 Nahrung.
Ja, das trifft sich gut. Dann haben die ja auch genug Potenzial, sich gleich heilen zu können. Gut, dann habe ich aber gar kein Holz, um Stamm 1 anzulocken, fällt mir gerade auf. Mann, ist das ärgerlich. Ja. Ja, gut, was soll's. Dann wird Darwin schon mal hier das Ding ergründen. Also, das Stammesgeheimnis, dass ich das eine schon mal habe. Freitag und der Missionar gehen Holz sammeln. Na, mit Sack und Pack. So, dann kann der Missionar auch eine Nachtwache abhalten, dass ich hier keinen Schaden bekomme und das andere auch nicht durchrutscht. Und der Zimmermann, was macht der? Besorgt sich nochmal einen braunen Aktionsstein, dass er mehr bauen kann. So eine Feuerstelle nämlich. Und da ist gar nicht mehr so viel zu bauen, fällt mir mal gerade auf. Abkürzung bringt nichts. Dann würde ich doch mal sagen, lässt er es einfach noch mal drauf ankommen und erforscht hier die Insel. Alles klar. Okay, dann wird's abgehandelt. Erstmal der Missionar ist dabei, Nachtwache zu halten, kriegt eine Entschlossenheit, damit er auch mal wieder was hat. Und das ist gut. So, dann wird hier gebaut. Er muss die Karte ziehen, aber es gibt eine Feuerstelle. Unmotiviert, du bist müde, verletzt und gereizt. Kein Wunder, dass die Arbeiten so langsam voranschreiten. Erleide eine Wunde oder wirf ein Entschlossenheit ab. Misch diese Karte in den Ereignisstapel. Dann wirft er wohl ein Entschlossenheit ab. Und dann wird die hier reingemischt. So, dann wird gesammelt, sicher, damit dann gar nichts passieren kann von den beiden, nämlich eine ganze Menge Holz. Falsch dahin, dahin, nämlich drei Stück. Und dann wird hier auch erforscht. Das muss er nicht. Hat Erfolg, tut sich weh und muss eine Karte ziehen gleich. Jawohl, nochmal ein Tier und zwei Entschlossenheit. So, Tier heißt, ich würfle nochmal ungerade drunter und ziehe eine Karte. Bambus! Oh, du hast im Wald einige stabil wirkende Bambusrohre gefunden. Entscheide, wirf diese Karte ab oder nimm zwei Holz. Misch diese Karte in den Ereignisstapel. Ich nehme zwei Holz. Zack. Hat sich dann doch noch gelohnt. Die sollte jetzt nur nicht mehr gezogen werden. Obwohl, ich kann ja sogar eine Palisade um 1 herabsenken. Insofern ist das ja gar nicht so schlimm. Und zu guter Letzt bergen Darwin und der Hund auch das erste Stammesgeheimnis. Das heißt, das Geheimnis vom Stamm 2 ist also ergründet. Gut, und dann wird alles ins Lager gebracht. Zwei Entschlossenheit, eine Feuerstelle. Und es wird hier gewürfelt. Der Nahrungsstamm ist schlecht auf mich zu sprechen. Okay. Naja, kann ich mit leben. Also in der Nachtphase essen alle. Und Freitag wird über die Feuerstelle geheilt. 1-2 ist dann wieder fit. So, die andere Nahrung spare ich mir dann mal auf, um sie dem Stamm gleich anzubieten. Mit dem muss ich ja jetzt Handel treiben. Der kann also von mir eine Karte, ein Heilkraut
oder auch Ziegel haben. Komm, mit denen werde ich sowieso jetzt nicht großartig viel mehr bauen. Das hat sich dann, glaube ich, erledigt in Runde 8. Oh, dafür gibt es einen Schatz. Hier für eine Waffe. Und hierfür auch einen Schatz. So, verdammt, ich hätte hier doch die Karte benutzen können, fällt mir mal gerade so auf. Die hat doch hier einen, ja, Pech gepennt. Habt einfach nicht daran gedacht, dass man das auch nicht nur ertauschen kann. Okay, dann nehme ich tatsächlich jetzt die Karte und den Schatz. So, tausche ich dann auch direkt ein. Mal gucken, was es mir so bringt. Also, Rucksack. Du findest einen alten Rucksack. Hoffnungsvoll siehst du hinein, doch er ist leider leer. Behalte diese Karte. In jeder Runde kann ein Charakter diese Karte nehmen, um nach einer von ihm erfolgreich durchgeführten Erforschen-Aktion zusätzlich zwei Entschlossenheitsplättchen wäre es ja jetzt zu ziehen und eins davon zu behalten. Das andere Plättchen wird abgeworfen. Am Ende der Runde wird die Karte wieder neben das Spielbrett gelegt. Ja, wunderbar. Wieder was ich ertauschen kann. Entschuldigung, ich muss natürlich erstmal mein Lager verlegen dahin zum Stamm, bevor ich mit dem Handel treiben kann. Ne, und dann auch hier die Palisade halbieren. So, jetzt kann ich dem einmal Nahrung anbieten. Und das heißt, er steigt wieder nach oben. Gut. Und dann denke ich, werde ich in der nächsten Runde es schaffen, Stamm 2 davon zu überzeugen, sein Stammesgeheimnis zu verraten. Denn sonst muss ich nichts mehr versuchen. Aber der kann sich jetzt eigentlich nirgendwo hinbewegen gleich, wo ich nicht erreichen könnte. Ne, das hat ja auch einen Vorteil. Ne? Also er kann gleich hier hingehen oder doch hier hin. Aber da kann ich ihn zumindest dann anlocken. Ne, insofern, das werde ich auf jeden Fall schaffen. Gut, dann geht's also in Runde 9. Es wird hier noch was abgeworfen. Und dann ist der Missionar schon wieder dran. Halt. Ich krieg ja noch 2 Kulturpunkte. Sollte ich nicht vergessen. Gut, dann ist die Karte dran. Oh. Nächtliches Heulen. Die ganze Nacht hindurch war ein furchterregendes Heulen aus dem Dschungel zu hören. Buchkarte, das heißt, zapp und zapp. Ja, lege erhöhte Gefahr auf das Aktionsfeld. Jagd liegt schon. Jagd die Bestie für eine Aktion 2 Waffenstärke. Nimm dir ein Entschlossenheit, wirf dann die Karte ab. Ansonsten sinkt die Palisade um 1. Okay. Ja, dann bewegen sich jetzt die Stämme. Stamm 1 in Richtung 5, war ja klar. Also 1, 2, 3, 4, 5 geht hierhin und Stamm 2 Richtung 5 dahin. So, dann gibt es 4 Entschlossenheit für den Missionar. Uiuiui. Und dann 2 Nahrung. Einmal Holz plus das, was die Grube mir gibt, nochmal 2-mal Nahrung. Ja, alles klar dann soweit. Ne? Jetzt könnte ich nochmal darüber nachdenken, irgendwas da noch zu holen. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht mehr nötig. Ja, dann wird wohl. Wer ist denn sehr angeschlagen? Der Missionar ist angeschlagen. Der lockt den Stamm mit einmal Holz dann gleich zu sich. Freitag geht nochmal sammeln, würde ich mal sagen. Hierhin. Und auch ja, genug Holz vorhanden ist. Da müsste noch was abgewehrt werden. Ja, komm, machen die beiden das zusammen, um das Plättchen da loszuwerden und der Zimmermann, da der jetzt da nicht unbedingt noch mal was bauen will, weil da einfach nichts mehr ist, was er bauen könnte oder sollte, kann noch einmal Nahrung ranschaffen gehen. Sicher. Ja, und dann wird abgehandelt. Die beiden werden das also ab und entfernen einfach das Plättchen. Dann wird nicht gejagt, nicht gebaut, aber gesammelt. Das heißt, Freitag würfelt.
Hat Erfolg, eine Wunde. Gibt also nochmal 3 Holz. Einmal Holz, weil der hier auch sammelt. Na, na. So. Ja, und dann lockt einfach der Missionar den Stamm zu sich. Alles geht dahin. Ja, und dann Wetter, Wetter, Wetter mal wieder. Genau, nochmal dieser Stamm. Okay, kann ich jetzt aber auch mit leben. So, dann essen die in der Nachtphase. Und dann kann nochmal... Ja, wer kann sich denn noch heilen? Der Missionar wird nochmal mit der Feuerstelle geheilt. 1, 2 und Darwin einmal mit dem Topf. Dann bewegen die sich hier hin und treten in Handelsbeziehung mit Stamm 1. So, natürlich wird der Rucksack angeboten, ist ein tolles Ding, will jeder Stammeshäuptling haben. Ja, dann Ziegel kann ich auch anbieten und ein Heilmittel, was soll's. Gut, gucken wir mal, was es denn hier so gibt. Tabak für den Rucksack, für die Ziegel eine Kerze, für das Heilmittel, das war nochmal, ja, eine Nahrung und ein Tier auf den... Komm, dann nehme ich den Tabak für den Rucksack, den ich ja ohnehin jetzt nicht mehr so wirklich benutze. Das geht also weg. Und dann, ja, 1, 2, 3, 4 Holz muss ich abgeben, um den auf Maximum zu bringen. Das heißt, auch der wird jetzt sein Stammesgeheimnis offenbaren. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ist also auch dort gewesen. Habe ich eben wohl übersehen. Ja, und dann gibt es 2 Kulturpunkte. Und das war's. Ne? Dann bricht die letzte Runde an. Ja, in der Runde muss ich jetzt aber nur das Ding noch bergen und dann überleben. Dann klappt das alles schon. Ja, dann die letzte Karte. Höhenangst. Deine Pläne für heute kannst du getrost vergessen. Buchkarte. Tipp, tipp. Der Startspieler kann in dieser Runde nur einen seiner Aktionssteine nutzen. Oh... Da ist Darwin aber ganz traurig bestimmt. Sei mutig, eine Aktion, nimm dir eine Entschlossenheit, wirf dann diese Karte ab. Ansonsten muss jeder Charakter nochmal eine Entschlossenheit abwerfen. Also das kann ich alles mir sparen, das ist jetzt nichts mehr, was wichtig ist. Jetzt wird noch gewürfelt, genau, die Stammesbewegung. 1 geht nach 4, 1, 2, 3, 4. Und 2 nach 5. Alles klar, dann gibt es 4 Entschlossenheit. Für Darwin. Ja, und... Eine Nahrung nur. Und einmal Holz. Und nochmal 2-mal Nahrung. Das heißt, da ist auch alles da für das, was ich brauche. Ich muss nicht mehr Handel treiben. Ja, ist insofern jetzt nichts mehr, was Spektakuläres passieren wird. Darwin wird mit dem Hund das Stammesgeheimnis ergründen. Und was anderes muss ich eigentlich in der Runde nicht mehr machen. Na, aber ich könnte ja eventuell... Bringt mir ja auch nichts, jetzt noch mehr Kulturpunkte anzusammeln. Bis zu der 3 komme ich eh nicht. Insofern, ja, war es das. Die können jetzt allesamt hier Urlaub machen gehen. Na komm, kann natürlich dann hier nochmal einer was abwehren. Die ruhen sich verdientermaßen hier aus. Ja, das war's dann. Der Missionar erhält eine Entschlossenheit. Die ruhen sich alle aus. Das heißt, der war der schon gesund? Egal. Ob er jetzt gesund war oder nicht, Ruhe hat er sich redlich verdient. So, und falsch, da kommt es hin. So.
Da wird das zweite jetzt ergründet. Wunderbar. Passiert nichts. Alle können essen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, und ich hier mit Bombenstimmung und einem ganzen Haufen Holz und Felle und natürlich zwei Stammesgeheimnissen von der Insel runter. Das war's also. Ja, so. Zwei Kulturpunkte habe ich auch noch bekommen. Ja, das war das vierte Szenario. Ist ja ein bisschen knapp ausgegangen, aber immerhin konnte ich die zwei Darwin-Plättchen verdienen, wie ich es wollte. Insofern alles super. Ja, das war's auch erstmal für dieses Jahr mit mir und den Videos. Ich mache ja, wie gesagt, Urlaub. Euch wünsche ich schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel, wie immer der aussehen mag. Spielt fleißig, habt viel Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder mit ganz vielen neuen Videos, wie ich hoffe. Bis dahin, tschüss, euer Kim.